Guten Morgen an euch mit Charakter und Intelligenz. Ich grüße euch aus den USA. Hier ist der Micha Wendler. Es gibt Neuigkeiten, die ich euch gerne vermitteln möchte, und die sind echt spektakulär. Es brodelt gewaltig hinter den Kulissen und ich bin gespannt auf die Entwicklung der nächsten Tage. Ich habe gestern zum Beispiel ein langes Gespräch mit meinem Manager geführt, der sich sehr unglücklich, wie ich finde, und ihr natürlich auch und viele andere, in der Oliver Pocher Show zu der aktuellen Situation, zu meiner Person geäußert hat. Und er hat mir gestern gesagt, dass er morgen wieder bei Oliver Pocher bei RTL in der Sendung sein wird und sich nochmal äußern wird. Ich habe ihm ganz klar gesagt, dass es ein absolutes No-Go war, mich als verrückt zu bezeichnen. Und er sieht das auch ein. Er teilt nicht alle Meinungen, die ich vertrete. Manche sehen das anders, aber in einer Demokratie, die wir aus meiner Meinung in Deutschland im Moment nicht mehr haben, ist eben Meinungsfreiheit erlaubt und jeder kann das denken, was er möchte. Und so ist man eben, und bei Laura ist es eben auch so, dass sie ihre eigene Meinung hat und nicht unbedingt die Ansichten vertritt, die ich vertrete, wobei Laura eigentlich meine Frau noch nie sehr politisch war. Bei Markus Krampe ist es halt ähnlich, und morgen wird er sich nochmal äußern bei Oliver Pocher. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich schaue da natürlich auch genau hin, was er sagt und wie er sich da positioniert, aber es scheint da auf jeden Fall Entspannung in sich zu sein. Und auch in Bezug auf RTL bin ich gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, ich lebe hier in den USA und ich habe jetzt natürlich auch top-brandaktuelle Informationen aus den USA. Die sind wirklich sensationell und ich weiß nicht, ob in der deutschen Presse darüber berichtet wird. Ich gehe nicht davon aus, aber ich verfolge das natürlich aus den USA nicht, was in Deutschland in den Medien darüber zu berichten oder berichtet wird. Es geht darum, dass Beweisstücke aufgetaucht sind, und zwar E-Mails, die Hillary Clinton über ihren Privatrechner verschickt hat, die streng geheim waren. Und diese E-Mails decken auf, dass Hillary Clinton und Barack Obama, der wusste übrigens auch davon, Dinge getätigt hat, die hochbrisant sind. Und ihr droht jetzt zusammen auch mit Barack Obama ein Prozess der Superlative. Hier geht es um Hochverrat, Leute, das ist unfassbar. Hillary Clinton hat damals ein Ablenkungsmanöver gestartet und Donald Trump versucht, die Wahl zu verhindern. Das heißt also, mit Hilfe von Barack Obama, der damals noch im Amt war und auch somit Hillary Clinton unterstützt hat, wurde versucht, die Wahl als Präsidenten von Donald Trump zu verhindern, weil man ihm irgendeine Russland-Affäre angehängt hat. Und das ist rein erfunden gewesen. Und das Ganze kommt jetzt raus. Das bedeutet praktisch, dass Hillary Clinton, die damals vor 4 Jahren Präsidentenanwärterin war in den USA, zusammen mit Barack Obama, den damaligen Präsidenten, ganz klar rechtswidrig gehandelt hat. Und das ist hier gerade in den USA ein Riesenskandal, eine Lawine, Leute. Das wird der Wahnsinn. Das bestätigt damit, dass Donald Trump wirklich unschuldig ist und war und tatsächlich hier versucht wurde, diese Republikaner, an der Regierungsspitze zu verhindern. Gott sei Dank ging das Ganze gut und Donald Trump wurde gewählt. Ich selber wurde eigentlich erst darauf aufmerksam, nachdem ich festgestellt habe, dass seit über 4 Jahren extreme Medienhetze bezüglich Donald Trump im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Und vielleicht habt ihr das auch verfolgt. Es gibt ja kein Fernsehformat, wo Donald Trump nicht negativ dargestellt wird. Und das Ganze ist so eine gewaltige Medienhetze, die ich selber ja persönlich sehr oft schon erlebt habe, zu Unrecht, dass mir dann immer alle Alarmanlagen angehen, wenn sowas passiert. Ich habe mich damit jetzt beschäftigt und habe für mich schon seit langer Zeit festgestellt, dass da was nicht stimmen kann. Und jetzt kommt das Ganze raus wie eine Lawine, das ist unfassbar. Und deswegen habe ich dieses Video reingestellt, schaut euch das mal bitte an. Und ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, was hier in den USA passiert.
Die US-Medien rechnen jetzt mit einer zügigen Anklage gegen Hillary Clinton und Barack Obama. Und das kann man dann auch irgendwann nicht mehr geheim halten, auch nicht mehr in Deutschland. Und das ist eine Vollkatastrophe für die Demokraten. Biden, der neue Präsidentenanwärter, sitzt ja in dieser Partei. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwer haben wird, zu Recht dann als Präsident gewählt zu werden. Ich hoffe, die Amerikaner wachen jetzt schnell auf und wechseln das Lager, weil ich glaube, dass die Welt mit Donald Trump wirklich eine große Chance hat. Noch eine kleine Ergänzung. Ich werde immer wieder gefragt, wie der aktuelle Zustand bezüglich des Maskenzwangs und auch der Pandemie in den USA ist. Ich kann euch ganz klar dazu sagen, dass es so dramatisch wie in Deutschland in den USA nie war. Und hier in meiner Region in Florida, in dem Bundesstaat, der komplette Maskenzwang, wenn er ihn denn jemals gegeben hat, also scheinbar scheint es den ja gar nicht gegeben zu haben, sagen wir mal so, die Maskenanweisung, die ist komplett weggefallen. Also jeder, und das finde ich auch gut so, kann das machen, was er möchte. Es gibt einige, die gehen auch in den Supermarkt mit Maske. Die sind wahrscheinlich noch nicht genug aufgeklärt. Und die anderen, die lassen die komplett weg. Und hier ist es halt so, dass in diesem Bundesstaat der Republikaner ohnehin die Corona-Pandemie anders bewertet wird, glücklicherweise, als in demokratisch geführten Bundesländern in den USA. Und hier merkt man ganz klar, dass diese ganzen Informationen auf falschen Tatsachen beruhen. Ich kann das nur unterstützen und ich freue mich natürlich auch, in einem Bundesstaat zu leben wie Florida, die meine Meinung vertreten bezüglich der unsinnigen Maskenpflicht. Und hier wird also, wie gesagt, die Freiheit noch groß geschrieben. Ich habe ja schon immer Amerika als Leuchtfeuer der Demokratie beschrieben. Und jetzt zeigt sich, und hoffentlich zeigt sich das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, dass Amerika auch dieses Leuchtfeuer ist für die ganze Welt.